Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und heute haben wir wieder ein Gehäuse am Start und zwar von Endorphi das Regnum 400 ARGB. ARGB, wie der Name schon sagt, wir haben in der Front drei RGB-Luffis und im Heck haben wir auch noch einen. Hier ist auch eine Steuerung drin verbaut, das schauen wir uns auch gleich noch an. Gehen wir erstmal auf das Äußere ein. Wir haben hier vorne eine Mesh-Front, das mag ich ja auch immer, dass der Airflow auf jeden Fall auch gegeben ist. Die könnt ihr einfach auch abnehmen und reinigen. Da ist auch noch so ein Staubfilter drin, man sieht es ja hier. Und die wird magnetisch gehalten. Hier ist ein Magnet und da vorne auch. Und wenn ihr die jetzt hier unten reinsetzt, dann kann man einfach sehen, zack, ist die einfach zu. Das sind richtig starke Magnete, das funktioniert schon mal ganz gut. Hier sieht man auch noch mal etwas besser die drei RGB-Lüfter. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist immerhin ARGB. Das heißt, ihr könnt das alles auch ansteuern über eure Mainboard-Software. Hier oben haben wir auch einen Staubfilter, der wird auch einfach nur magnetisch gehalten, das kennt man ja mittlerweile. Hier kann eine Wasserkühlung bis zu 280 mm eingebaut werden, in der Front sogar 360 mm. Dann müsst ihr die Lüfter aber so lassen. Also ihr könnt natürlich von der Wasserkühlung die Lüfter nehmen, vorne reinschrauben. Dann habt ihr hier auf jeden Fall noch Platz, um den Radiator reinzubauen, zeige ich euch gleich auch noch. Was die Anschlüsse angeht, haben wir einfach nur den einen Ausschalter, den Reset-Knopf, dann noch zweimal USB 3.0 und einmal Mikrofon- und Kopfhöreranschluss. Die Seitenscheibe, die wird durch diese vier Schrauben hier gehalten. Das hatte ich im letzten Review auch mal gesagt. Ich mag es eher, wenn es durch Metall eingefasst ist, aber das ist auch in Ordnung. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ihr könnt das Gehäuse gewinnen. Also ich habe das nochmal neu verpackt hier stehen. Wie immer, schreibt was Schönes in die Kommentare. Nicht einfach nur Hallo oder so, sondern vielleicht einen kleinen Text, wie ihr das Gehäuse auch so findet. Ein kleines Feedback ist halt immer ganz geil zu meinen Videos. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das zu gewinnen. Ich lose sowas für gewöhnlich immer auf Twitch aus. Dann eine Woche später einfach mal im Twitch-Kanal schauen. Und schreibt das natürlich auch noch in die Kommentare. Schauen wir uns das Innere an. Haben wir hier schon gummierte Kabeldurchführung. Das vermisse ich ja bei einigen Gehäusen. Das ist ganz geil. Hier oben habt ihr halt auch noch drei Durchgänge, wo ihr Kabel verlegt könnt. Hier unten ebenfalls noch einen und hier habt ihr auch noch einen ganz, ganz großen Bereich, wo die Kabel alle durch können. Hier ist tatsächlich auch noch mal so eine gummierte Einfassung. Ich schätze mal, da kann man auch die Grafikkartenkabel durchlegen, dass die nicht einfach immer so nach hinten verschwinden, sondern einfach gerade runtergehen. Das ist natürlich auch ganz geil. Hier haben wir die Tüte mit dem ganzen Zubehör, noch einige Schrauben und so weiter. Schauen wir uns gleich noch an. Hier vorne könnt ihr auch noch SSDs verbauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Die Rückwand wird wie bei den meisten Gehäusen üblich einfach über diese beiden Schrauben gelöst. Und jetzt seht ihr auch schon eine ganze Menge Kabelwusel. Das liegt natürlich hier oben an diesen Top-Anschlüssen. Übrigens hat letztes Mal auch einer in die Kommentare geschrieben, ihm gefällt das nicht, dass die dann oben sind, verstehe ich. Wenn das System auf dem Tisch steht, dann ist es natürlich blöd, da dran zu kommen. Steht es aber unterm Tisch, kommt man eigentlich recht gut dran. Hier unten haben wir auch schon einen RGB-Verteiler, den schließt man hinterher nur noch auf dem Mainboard an und dann kann man quasi alle Lüfter über diesen Verteiler steuern. Was ich persönlich als sehr, sehr großen Pluspunkt empfinde, ihr habt hier noch einigermaßen Platz für die Kabel. Wir hatten uns letztes Mal ein anderes Gehäuse angeschaut, da war das nicht so gut gelöst. Wir haben hier circa 3 cm an Abstand, wo ihr noch Kabel verlegen könnt. Sprich, selbst wenn ihr so ein Netzteil habt, wo jetzt keine Flachbandkabel sind, könnt ihr die ganz einfach hier so überall herlegen, ohne dass das irgendwie gegen die Rückwand drückt. Hier unten kommt wie immer das Netzteil rein, den Zettel, den gucken wir uns gleich an. Hier wird quasi nur drauf erklärt, wie die Grafikkarte eingebaut wird und festgeschraubt wird, dass hier noch eine HDD rein kann und hier die SSDs, was ich ja eben schon angesprochen habe. Ist ganz nett für Leute, die sich nicht so auskennen, da haben sie eine kleine Hilfestellung. Und was hier auch ganz nice ist, wenn ihr jetzt die Backplate irgendwie tauschen müsst, habt ihr hier wieder einen großen Ausschnitt. Ihr kennt das vielleicht noch von einem Aerocool Cylon, da war das irgendwie so schräg, da kam ich dann nicht mehr richtig dran. Hier hatten wir auf jeden Fall genug Platz. Dann haben wir hier noch Ein- und Ausschalter, die Kabel, USB 3.0 Stecker. Übrigens sind hier die Abstandshalter für ATX schon vormontiert. Wenn ihr jetzt Micro-ATX verbauen wollt, was ich nicht empfehle, aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr hier noch einfach weitere hinzufügen. Ich denke mal, in dieser Tüte, die dabei war, werden die wohl drin sein. Und wie ich es mir schon dachte, die Abstandshalter sind auf jeden Fall mit dabei. Dann haben wir hier noch ein paar Schwingungsdämpfer, allgemein die Schrauben für Mainboard und so. Also das typische Zubehör, ein paar Kabelbinder waren auch noch mit dabei. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen. Wieder das typische ATX-Board mit dem 5800er Ryzen. Ich werde da gleich einfach nur einen Luftkühler draufschmeißen. Ich habe jetzt gerade keine Wasserkühlung zur Hand. Grafikkarte rein und dann seht ihr das mal im vollen Aufbau auch mit der RGB-Beleuchtung. Was mir gerade schon aufgefallen ist, wo ich das Mainboard einbauen wollte, hier oben fehlen noch die Abstandshalter. Die sind natürlich in der Tüte mit dabei, die müsst ihr aber noch mit dabei schrauben. Ich hatte ja eben gesagt, ich habe keine Wasserkühlung mehr rumliegen, ne? Ich habe hier noch eine Arctic, eine 360er, die sowieso nicht oben reinpasst. Eine 280er passt da höchstens rein. Aber wir können jetzt mal wegen der Dicke gucken. Da sind wir bei ungefähr 65 mm Dicke. Und wenn wir hier schauen, kommen wir auf 55 bis zum Kühlkörper von dem Mainboard. Jetzt könnte man meinen, das passt nicht. Wenn man sich jetzt aber den Abstand anguckt, wo die ja montiert werden kann, die kann ja bis auf den äußersten Rahmen sogar montiert werden, dann passt das, weil die quasi dann bis hier hinreicht. Also von hier bis hier ungefähr und da geht es am Mainboard einfach dran vorbei. Also eine 280er oder 240er Arctic würde auf jeden Fall oben reinpassen. Ansonsten baut ihr sie in die Front.
denn hier passt das locker. Da kommt ja nur der Radiator drauf ohne Lüfter. Die Lüfter könnte man sich dann hier vorne in die Front reinbauen oder man lässt die einfach drin und dann packt man den Radi da rein und dann passt das auch. Also 360er Arctic, 240er, 280er passt alles da rein. Die habe ich mir mal irgendwann selber gekauft, die lag jetzt die ganze Zeit im Schrank. Warum sage ich speziell Arctic? Weil gerade bei der Arctic der Radiator deutlich dicker ist gegenüber anderen Herstellern. Und die ist ganz besonders fett, sage ich jetzt mal, deswegen kann man das immer gut als Vergleich nehmen. So, ich habe das Ganze jetzt mal hier ein bisschen aufgefummelt. Es sind gar nicht so viele Kabel gewesen, die waren halt einmal rumgeschlungen und wieder da hoch. Also das sah nach viel aus, war aber gar nicht so viel. Jetzt baue ich eben das Netzteil ein. Ja, das habe ich mir selber gekauft, das ist kein Placement. Das packe ich hier jetzt gleich rein und dann ziehe ich mir die Kabel hier durch und dann zeige ich euch mal das Kabelmanagement. Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, das ist aber bei den meisten Gehäusen so. Ihr habt hier oben ja den Reset-Knopf, der ja eigentlich dafür gedacht ist, das System neu zu starten, wenn es sich aufgehangen hat. Natürlich kann man das auch über den Ein- und Ausschalter machen, aber dafür ist der Knopf eigentlich gedacht. Jetzt ist der aber hier an der Platine angeschlossen, das heißt, man schaltet mit dem Knopf quasi die RGB-Modis um. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Dann steuere ich das gar nicht erst über das Mainboard, dann mache ich das einfach mal über die Platine, damit ihr auch wirklich wisst, wie es aussieht, wenn man das mit dem Gehäuse macht. Und hier haben wir noch eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte. Wir haben vernünftige, geschraubte Slotblenden. Das heißt, wenn ihr später mal das Mainboard wechselt oder so und davon dann irgendwie eine verschoben werden muss, könnt ihr die einfach wieder reinschrauben. Legt das an in den Karton oder was. Hier vorne ist eine Rändelschraube, die kann man dann zurückziehen und dann nimmt man diese Bleche da raus, die sind auch nochmal verschraubt und das mache ich jetzt auch, um die Grafikkarte eben reinzupacken. Also ich habe mir jetzt nicht weiß Gott viel Mühe gegeben. Ich habe die Kabel, die ich nicht benötige, hier unten reingepackt. Hier ist einfach der Verteiler, der übrigens auch ein PWM-Verteiler ist. Das ist nicht nur RGB, sondern auch PWM, sprich alle Lüfter mit Stromzufuhr und RGB-Steuerung sind dann dieser einen Platine dran. Die Steuerung für die Geschwindigkeit der Lüfter setzt man dann einfach aufs Mainboard, genauso wie RGB, es sei denn, man schaltet jetzt mit diesem Reset-Knopf durch, was ich ja auch gleich machen werde. Dann habe ich jetzt hier einfach noch Kabelbinder hingemacht und das einfach außen rum gelegt. Also da ist auf jeden Fall mehr als genug Platz. Ich mache jetzt diese Seitenklappe zu und dann gleich die Glasscheibe drauf und dann schauen wir uns mal die RGB-Geschichten an. Und was ich auch noch zeigen wollte, wie clean das jetzt mit dem Kabel einfach aussieht. Wenn das unten in diesen Boden reingeht, habt ihr kein Gewirbel nach hinten oder so, sondern es geht einfach nur hier runter und dann ist es verschwunden. Das ist jetzt auch der fertige Aufbau. Ich mache den jetzt das erste Mal an und dann machen wir gleich auch noch einen schönen Airflow-Test. Also das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Der leuchtet jetzt natürlich erstmal nur weiß. Mal gucken, was passiert, wenn ich den Reset-Knopf drücke. Oh ja! Dann geht's los. Ich mach mal eben das Licht aus, dann sieht man das besser. So, ich habe jetzt nur noch die Deckenstrahle an. Hier vorne habt ihr noch dieses Enderfy-Logo. Das ist jetzt das erste Profil. Ich schalte jetzt einfach mal durch und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist das zweite, das ist schon ein bisschen wirbeliger. Das ist das dritte, das erkennt man auf der Kamera jetzt nicht so gut. Hier geht so ein grüner Punkt irgendwie durch. Das macht der da hinten natürlich auch. Okay, das Ganze gibt es auch noch mit pinken Punkten und grün. Die habe ich jetzt alle übersprungen. Also ihr seht gerade den pinken, das sieht man aber halt in der Kamera nicht so gut. Dann haben wir natürlich auch einfarbig, nur rot, nur grün, blau, gelb, hellblau. Das ist fast schon PC-Check-blau, wenn ich mir das gerade so angucke. In der Kamera sieht es, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Lila, nochmal so ein gelb-grün, weiß. Jetzt hat man hier so einen leichten Atemeffekt irgendwie in rot. Das gleiche gibt es dann auch nochmal in grün. Ja, natürlich auch mit den anderen Farben. Jetzt haben wir RGB-Party hier. Sieht aber echt schon ganz nice aus. Kann man machen. Dann gibt es auch noch so ein Programm, wo er dann von grün nach rot wechselt. Das gibt es natürlich auch mit den anderen Farben. Ich lasse jetzt einfach mal dieses Programm drin und dann schauen wir uns mal den Airflow an. Ich habe jetzt auch keine Wasserkühlung drin. Natürlich ist es so, wenn ihr hier oben noch eine Wasserkühlung reinbaut, dann ist der Airflow noch ein bisschen besser. Aber drei Lüfter in der Front, die ich übrigens auch kaum höre. Also die sind zwar jetzt über das Mainboard klar angesteuert, aber ich höre da kaum was von. Der ist wirklich sehr, sehr leise. Das wird dann schon ausreichen für den Airflow. Also ihr habt ja gerade gesehen, Airflow-technisch, das ist echt eigentlich eine gute Sache. Wie gesagt, mit der Wasserkühlung wäre das noch ein bisschen besser, klar. Aber da wird die Hardware auf jeden Fall nicht zu warm drin. Und dann nehme ich das Mesh-Panel jetzt nochmal ab, dass ihr nochmal richtig die Lüfter sehen könnt. Die sind auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr leise. Aber alles in allem,
finde ich, ist es gelungen. Ihr seht auch von der Grafikkartenlänge, da passen eigentlich alle gängigen Grafikkarten rein. Gerade weil der Stromstecker sich auch so gut nach unten verlegen lässt. Bei den neueren Karten ist das ja so ein Thema, dass die so dick geworden sind. Da habt ihr aber auf jeden Fall auch noch genug Platz. Und auch für eine Wasserkühlung ist oben mehr als genug Platz und in der Front sowieso, wer da Bock drauf hat. Aber Luftkühler geht halt auch. Das ist jetzt ein Pure Rock 2 Black. Da habe ich jetzt einfach so einen Noise-Blocker-Lüfter drauf geschnallt. Ich fand das optisch irgendwie besser und der ist auch ein bisschen leiser. Aber alles in allem muss ich sagen, ich habe jetzt keine sonderlichen Kritikpunkte gefunden. Natürlich ist es nur eine Kunststofffront. Das Gehäuse kostet, glaube ich, roundabout 100 Euro. Das ist aber wirklich in Ordnung. Also Kabelmanagement technisch, klar, da geht noch ein bisschen mehr. Man könnte da so Schächte einfügen oder solche so Metallklappen, dass man das alles verdecken kann. Aber es ist eigentlich okay. Also wirklich für 100 Euro ist es ein gutes Case. Gerade mit den vier RGB-Lüftern noch da drin und der Steuerung und der PWM-Verteilung. Das ist nicht einfach nur so ein Splitterkabel, sondern wirklich eine Verteilung, womit ihr auch die Geschwindigkeit steuern könnt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, komplett neu verpackt, ungeöffnet, dann schreibt einfach einen Kommentar. Ich lose das eine Woche später auf meinem Livestream-Kanal auf Twitch auf und schreibt das, wie gesagt, auch nochmal in die Kommentare, wer dann gewonnen hat. Bitte fallt nicht auf diese Telegram-Bots rein. Also ich schreibe euch nicht auf Telegram. Ich mache das wirklich erst im Livestream. Wenn eine Menge Zuschauer dabei sind, lose ich das aus und dann schreibe ich es nochmal in die Kommentare. Lasst mir also gerne ein Feedback zu dem Gehäuse da, wie ihr das gefunden habt. Auch den Aufbau jetzt. Klar, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe die Wasserkühlung weggelassen und so. Es geht aber natürlich. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.